Hallo und willkommen zu Folge 8. Wir spielen immer noch A Plague Tale und fliehen jetzt aus dem Keller, in den wir vollkommen unnötigerweise gelandet sind. Da drüben ist ein Fenster. Das habe ich schon gesehen. Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwas sinnvoll mitnehmen können. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Himmel, ist das hoch. Bist du sicher? Geht so. Komm. Oh, das ist ganz schön gefährlich. Sch, ganz ruhig. Komm. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Oh, bitte, bitte, bitte. Du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Exakt, das Das ist ist exakt mir deine Schuld. gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. So. Oh. Wir haben ja unsere Schleuder nicht mehr. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wir wollen hoffen, dass der Kollege jetzt nicht zufällig zur Seite guckt. Geschafft! Ich will runter vom Dach, bitte. Er müsste uns halt jetzt auch gesehen haben, einfach, ne? Naja. Ich hoffe, Sie konnten die vierte. Wache! Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Mit dem halt nicht irgendwie. Was ist das? Beschlagnahmt das Zeug? Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Verlasst euch drauf. Der Wagen, Amicia. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Und deine Schleuder. Das ist zu riskant. Hugo braucht uns. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, zwar Hugo braucht uns, aber wir sind insgesamt erst losgegangen, um dieses olle Kraut zu besorgen. Wir sollten nicht ohne Kraut zurückkehren, finde ich. Wir denn jetzt gar nichts mehr? Ja. Sonst hatten wir ja auch unendlich Steine. Könnte eigentlich auch mal, theoretisch könnte man sich so einen Pfeil schnappen und damit Blödsinn machen. Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Klingt wie so ein Zauberspruch. Stupefaccio. Lukas, Stupefaccio wäre gut. Ja, wenn du brauchst, lauf los. Beeil dich, er löst dich bald auf. Na, dann huschen wir mal schnell durchs nächste Fenster. Irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Ja. Gehen wir zurück zum Haus. Hier versteckt sich jemand! Ja, aber wo geht er denn lang? Gott, habe ich mich jetzt verjagt. Ja, okay, hier lang. Was machen wir da denn jetzt mit dem? Der patrouilliert scheinbar so hin und her. Geht da um seinen Tisch drumherum wahrscheinlich. Ah, wir können da unten vielleicht in ein Fenster.
Von meinem Glück bewegt er sich jetzt gleich los. Echt? Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik, aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass sie nicht... Weißt du, wo wir hingehen? Nein, geh einfach weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch, schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mache seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Gehen wir. Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Und der hier oben? Okay. Das war der, der hier stand. Der mit der Fackel, der ist dann nach unten gekommen, okay. Können wir uns das Ding nicht mitnehmen? Hey, da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Ich würde ja lieber zu dem Wagen, um ehrlich zu sein. Weil wir einerseits da unsere Schleuder bekommen, die ich ja doch irgendwie ganz lieb gewonnen habe. Und außerdem auch schon aufgewertet habe. Die Schweine, gib mir meine Schleuder wieder. Zum anderen sind da die Kräuter drin, die wir ja dringend benötigen. Macht ja jetzt irgendwie keinen Sinn, zurückzukehren und die Kräuter nicht zu haben. Das ist dann ja voll der Quatsch. Hier, geht's runter. Oh, Lukas. Ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Ja. Hoffentlich ist er noch da. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Wir werden ja ganz bestimmt Kontakt bekommen. Wollt wir da runtergehen? Nein, nein, nein. Aber das Waffen. Könnte trotzdem nützlich sein. Schwerter, wo ist der Nachtschatten? Messer. Keine Schleuder. Dann nimm vielleicht das Messer mit. Wäre eine Idee. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Ja, okay. Und ohne die Schleuder kann ich diesen Ring nicht auslösen. Spitzenmäßig. Danke dafür. Gut. Ich versuche mir schon mal einen Überblick zu verschaffen, weil ich denke mal, wenn wir da runterkommen, wird sich irgendjemand bemerkbar machen. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Das ist natürlich richtig Käse. Alle Sackgassen hier, sehr schlecht. Was ist vielleicht? Das? Oh, nein. Na toll. Vielleicht hier? Nein. Das behalten wir mal. Hier ist auch noch einer. Vielleicht hier. Oh, bitte. Wo haben Sie sie hingetan? Oh, sie muss irgendwo sein. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Na, wenigstens ist er auch nicht wesentlich erfolgreicher. Vielleicht brauchen wir hier auch gar nicht schleichen. Sieht verschlossen aus. Oh, vielleicht mit einem Messer? Hier ist jede Menge praktisches Zeug. Der Geruch. Das.
Ja, ich hab den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Auf eine Alchemisten. Oder bist du ja? Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Und ein Messer. Wollen wir das Messer hier verwenden? War nicht richtig dumm jetzt gewesen. Oh, Mist. Was ist los? Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Das ist eine Werkbank. Na super, und ich bräuchte zwei Werkzeuge. Spitzenmäßig. Dafür habe ich jetzt mein Messer verplempert. Richtig lästig. Ein Werkzeug. Oh Mensch, fantastisch. Gut, dann okay, dann war es nicht ganz. War es nicht ganz, aber mir fehlen Teile. Oh, Miste. Ja, Sehr, sehr ärgerlich. Warte mal. Oben war doch irgendwo, konnten wir doch mit der Schleuder. Ja. Vielleicht findet sich da noch mal was Cooles. Ein Messer wäre schön. Einfach ein Messer wieder auffüllen. Das wäre schon ganz gut. Von Guyenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Ja, spitze, danke. Oh, da unten ist noch was. Ja, aber ich brauchte, glaube ich, mir fehlten noch mehr, 65, glaube ich, und ich hatte 40. Das ist natürlich ein bisschen mau. Nee, na gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist keine gute Idee. Ist auch hier ist ja, da ist noch eine Kurbel und hier so eine weiße Kante. Ich beschleicht so das Gefühl, dass die Tür zu ist und wir den Wagen von der Decke schießen müssen. Also, was geht jetzt los? Keine Ahnung, mir egal. Du willst das sowieso nicht raus, glaub mir. Mist, das Tor ist so nah. Es sind zu viele, da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Dinge können wir doch bestimmt schieben.
machen. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Ist er hängen geblieben oder was? Das ist der Karren. Ah, jetzt, okay. Mhm. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. An die Kurbel. Es würde bestimmt auch nicht schaden, sich diese goldenen Münzen einzustecken. Aber es ist nur so eine Idee. Also los. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Ach. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Und abwärts. Es funktioniert. Ja. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch exakt. Egal. Na gut. Ich würde ja lieber über die Kisten klettern und da oben durchs Fenster vielleicht raus. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Sehr liebreizend, junge Dame. Wieder so hell, mein Gott. Gut, gut. Kapitel 4, die Pflicht der Beschützerin. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ein Träger, die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas dein wollte... Freund, verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien.
Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu. Wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Die junge Dame mit ihrem aufsteigenden Jähzorn ist mir momentan, wäre sie mir lieber, wenn ich sie nicht dabei hätte, an Lukas Stelle. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ja. Wir gehen weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Ciao.